Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 5. Staffel zur Folge Nummer 38. Und yo, heute gleich zu Beginn des Videos eine mordsmäßig wichtige Entscheidung. Wie und wo platzieren wir hier im Fiktiv München unseren Großstadtflughafen? Das ist gar nicht so ohne. Ich habe jetzt schon bestimmt 20 Minuten auf die Map und auf die Stadt gestiert und bin mir selber, wie so oft, natürlich bekannterweise nicht sicher, was ich jetzt tue, aber ich werde was tun. Und das Ding ist natürlich auch so, wenn du jetzt anfängst, die in den Flughafen zu platzieren, dann steckst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schönbaustunden in Real Life rein, dann ist das Ding einfach nicht mehr revidierbar, nicht mehr verschiebbar, nicht mehr änderbar, dann ist es so. Und von daher auf dieser Map muss das dann einfach möglichst stimmig sein und hoffentlich bestmöglich passen. Ich habe hier mal was vorbereitet, wir schauen einfach mal drauf, damit ihr auch einen Überblick bekommt, welche Gedanken ich mir gemacht habe. Also hier mal die Map vom Fiktiv München und unmittelbarer Umgebung. Ich habe euch links oben mal einen Flughafen platziert, damit ihr die Größendimensionen abschätzen könnt. Und dann habe ich mal ein paar Markierungen gemacht, wo ich mir den Flughafen vorstellen könnte. Gewonnen hat für mich eine äußerst spektakuläre, schwierige Lage, und zwar die Münchner Anhöhen, sehr zentrumsnah. Da möchte ich den Flughafen bauen, einfach unter der Prämisse oder mit dem Gedankengang, dass wir dadurch sehr coole Sequenzen mit startenden und landenden Flugzeugen über die Stadt hinweg erreichen könnten, die vielleicht sehr scharf an den Wolkenkratzern vorbeifliegen oder immer nicht, wir werden sehen, und damit auch schöne Mitflugsequenzen generieren könnten bei Start und Landung. Mal gucken. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir legen einfach mal los und gucken, was das jetzt hier werden wird. Als erstes nehmen wir mal die Straße ein Stück zurück und ja, so sollte reichen. Dann entscheide ich mich für diese Höhe, für diese Plateauhöhe, für das Höhenniveau. Damit sind wir hier schon ein Stück über der Stadt, aber ich glaube, das ist schon alles okay so. Und wir haben hier hinten auch noch unseren anderen Bahnhof, den lassen wir mal so stehen, der stört nicht. Ich glaube, damit kriegen wir auch hier hinten noch so ein bisschen Münchner Hill-Kulisse hin, die trotzdem vielleicht idyllisch werden kann. Also, ihr seht, absolute, wie immer, Unsicherheit. Wir machen mal. Erstmal hier Plateau schaffen für den Flughafen. So schaut es denn aus. Ist schon erstmal sehr uncool vom Erscheinungsbild, aber ihr wisst, vieles lässt sich wirklich kaschieren. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Der liebe Manuel Zockt hat damals ja auch einen Flughafen generiert ohne Zäune. Den habe ich mal reingeladen, den werden wir auch nutzen. Und dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen ausrichten. Wir werden ihn wahrscheinlich 2-3 Mal bauen, bis das passt. Glaube ich schon. Dass hier das Terrain so mitbewegt wird, ihr seht hier unten, ist natürlich auch ein großes Problem. Ist denn aber halt so. Mal gucken, wie gut oder schlecht wir das kaschiert bekommen. Und ja, ich setze den mal jetzt einfach hin. Und dann müssen wir ausprobieren oder auch nicht. So, dann wäre schon mal die erste Frage, ob wir hier hinten, wenn wir verlängern, zip, ob wir das umdrehen können. Was ist hier eigentlich der Unterschied? Anflugbefeuerung? Anflugbefeuerung, gibt es zwei. Oh, das ist fast saugend, wunderbar. Also passt es schon mal. Dann bauen wir den Flughafen mal ein Stück weit um. So, und ich baue hier bewusst nicht mehr Terminals hin, Güterterminals, und auch nicht den Hangar. Den werden wir an einen anderen Flughafen setzen. Stattdessen bauen wir hier fiktive Hangars nach hinten raus, wo wir den Flughafen jetzt noch verlängern werden. Genau, Moment. So, wir können ihn nicht bis in alle Ewigkeit verlängern. Das funktioniert aus diversen Gründen nicht. Wir werden es nur dieses Stück hier machen. Zip, da gibt es auch einige Probleme eigentlich dabei. Wenn wir da rangehen, ich kriege diese Lichterkette hier nicht aufgelöst. Aber ja, diesen Tod werde ich sterben müssen oder können. Und dann werden wir auf der anderen Seite hier das genau umdrehen, sodass wir von hier auch starten könnten. Oder von hier landen und in die Richtung starten werden. Jetzt werden wir probieren, auf die letzten Meter noch das Rollfeld zu verlängern. Das ist aber nur angedeutet. Der Flieger wird schon wesentlich höher, früher abheben und damit auch über die Häuser hoffentlich abheben. So, bevor wir hier weitermachen, generieren wir uns irgendwo, mal weit weg im Nirgendwo, gerade einfach im Flughafen, um mal zu gucken, wie wirklich jetzt Start und Landung aussieht, ob das gut aussieht oder ein totales Problem ist, damit wir dann einfach gleich
nochmal, ja, intervenieren können, wenn es denn sein muss. Also, schnell eine Linie angelegt. So, und die landet in die Richtung und startet in die Richtung. Perfekt. Finde ich sehr gut. Wir probieren es mal aus. So, und da kommen wir. Landeanflug auf fiktiv München. Wir steigen mal aus und gucken uns das natürlich gleich von draußen an, wie das im Detail aussieht gerade. Okay, das ist schon mal... Wir fliegen hier tatsächlich mehr oder weniger hier um den Turm rum so ein Stück. Finde ich aber nicht schlimm. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ist vielleicht nicht ganz real, aber ist denn so. So, schon die letzten Häuser passiert. Okay, ist natürlich auch... Ist wirklich schon tief. Aber... Ich lasse es so. Ich lasse es so, auch wenn es schon hart an der Grenze ist. Die Häuser könnten wir auch nochmal ein bisschen tiefer setzen, wenn euch das zu krass ist. Aber für den Moment, ach, wir lassen das, komm. Find ich gut. Ein bisschen Spaß muss sein. So, also in die Richtung funktioniert es erstmal. Dann checken wir mal ab, wie das Startverhalten sich ergibt, wie das aussieht. So, der nächste hebt ab. Oder der nächste, der erste hebt jetzt ab. Hier landet doch noch gerade einer. Und dann, ja, guck mal, der geht schon sehr schnell hoch. Sehr schnell und steil. Also, starten ist jetzt kein Problem. Das passt. Voll und ganz. Gut, da kommt gerade noch einer. Der hat eine Ehrenrunde geflogen. Gucken wir uns den nochmal an. Ach, ich krieg gar keine richtigen schönen Bilder so hin, so auf die Schnelle. Das ist natürlich auch hart. Na gut. Kriege ich jetzt auch nicht geändert. Also, wir lassen das so. Wir lassen das so und probieren ihn mal hier denn jetzt voranzutreiben im Schönbau. Alles klar. Die Flughäfen, die Flugzeuge, die löschen wir nochmal komplett raus, damit sie uns nicht die ganze Zeit von der Geräuschkulisse so stören und dann später wieder mehr mit Flugzeugen. So, jetzt erstmal hier vorne die Straße umgelegt und so reingezogen. Denke ich, kann man so machen. Straßentyp vielleicht noch ändern, ansonsten passt es. Hier den Knick, ob ich den noch weicher gestaltet bekomme? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es mal trotzdem. Damit ich da nichts kaputt mache, speichere ich vorher. Damit ich nichts kaputt mache, was im Nachgang nicht mehr wieder herstellbar wäre. So meine ich natürlich. Wir setzen den mal kurz hier rein. Den hier. Dann reißen wir das Stück raus. Ah, okay. Das hat schon mal nicht geklappt. So, hat nicht funktioniert, was ich machen wollte. Von daher gerade neu reingeladen, die Map. Der Knick bleibt mal für den Moment so hart. So what? Ist halt so. Dann gucken wir mal, wie wir hier oben vor den Passagierterminals noch eine Straße generieren können. Mit einer Wendeschleife wäre so das Mindeste, was nötig ist. Und ja. Dann gucken wir, wie es sowieso weitergeht. So, Freunde, das sieht jetzt hier alles echt wild aus, aber ich bin noch guter Dinge, dass das tatsächlich so schon passt. Und wenn es erstmal verschönbaut wird, verkleidet wird, dann wird es ein rundes Ding werden. Nichtsdestotrotz tüftel ich hier schon ewig dran rum. Mittlerweile war ich mit den Kids auch nochmal draußen auf dem Spielplatz gewesen und so weiter und so fort. Also ich muss mal gucken, wie ich das hier zusammenkriege, einfach weil allein der Abschnitt war bestimmt... Ja, bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis ich hier irgendwie was hat, was mir einfach taugt, was so halbwegs logisch schlüssig ist. Naja, in so einer Stadt, wo halt alles immer eng und gequetscht sein wird, werden auch Straßenführungen mal komplex und ein bisschen verworren sein. Entsprechend ist es so, dass hier eine kleine Straße, also Unterführungsstraße, später unterm Flughafenende noch unten durchgehen wird, um hier oben drüben wieder rauszustechen. Auf der anderen Seite wollte ich unbedingt noch die letzten verbleibenden Flächen nutzen, um Parkflächen zu schaffen, oberirdisch, dass man sieht, dass hier auch was geparkt werden kann und ein relativ großes Wende
Viertel für die Busse machen, die dann hier auch natürlich halten werden im Linienbetrieb. Und dann Flugzeuge werden hier weiter hinten abgestellt werden. Da müssen wir jetzt noch weitermachen. Mal gucken. Übrigens, das finde ich auch ganz nice. Ich habe es geschafft, hier anzubinden. Die Flughafenzufahrt. Erstmal noch nicht funktional. Da können wir später rumtüfteln, ob ich das noch sogar noch schaffe, funktional hinzubekommen, dass hier direkt vor dem Eingang Fahrzeuge langfahren werden. Aber ansonsten wird es halt einfach dargestellt, als ob da gerade Busse stehen. Find's aber nice, dass man schon mal von der Straße den direkten Zugang visuell darstellen kann. Das muss noch übergepinselt werden mit der richtigen Kontur, dann ist das eine coole Sache. So, wir machen mal weiter. Mich würde mal auch hier interessieren. Naja, wir könnten hier unten durch, wäre aber Quatsch. Ich muss einfach weitermachen und wir vollziehen das Video in Etappen, weil ein Mitschnitt, ein Zeitraffer bringt einfach hier gar nichts. Verzeiht's mir, ich guck mal, ich mach das Beste draus, sagen wir es mal so. So, mal die Straße hier unten lang gezogen. Es sieht auch so erstmal blanko alles ein bisschen dämlich aus, weil einfach man verschiedene Steigungen, Gefälle hat. Das sieht einfach nicht passend zueinander aus. Wenn hier mal ein bisschen Gebüsch oder zumindest richtige Textur, Bäume und so hinkommen, dann wird es schon alles besser ausschauen. Bin ich recht stark von überzeugt, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind. Aber das muss ich mir vielleicht auch selber sagen, dass ich erstmal jetzt unterwegs nicht aufgebe und mal gerade festhalte an dem, was ich hier tue. Wir werden mal noch großzügig hier das Plateau aufschütten. Zip. Sodass das hier kein Plateau mehr ist, sondern einfach generell. Ja doch, es ist doch ein Plateau, aber einfach, es ist die aktuelle Bauhöhe hier dann hinten beim Flughafen, dass sich das ein bisschen mehr erschließt. So, und schon sieht es doch hinsichtlich Terrain passend aus, als ob der Flughafen nie hätte woanders hinkommen sollen. Okay, weitermachen. So, hier machen wir gerade noch vier, ja, wie nennt man das eigentlich? Parkbuchten für Flugzeuge fertig? Ich glaube, das nennt man nicht Parkbuchten, aber mir fällt mal der richtige Name nicht ein. Schaut auch ganz gut aus, dass das in die richtige Richtung geht. Einziges Problem, was ich ja gerade habe bei den Markierungen, die stehen hier hinten über. Ihr seht es, da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwas Joe Freeds ganz knapp erhöht drüber mache, dass man die Markierung nicht mehr sieht, aber trotzdem diese Fläche hier sinnvoll nutzt. Am ehesten würde ich hier auch sogar noch einen kleinen Bahnhof hinsetzen, der einen S-Bahn-Sackbahnhof, der hier direkt dann anschließt mit dem Übergang. Kennt ihr vielleicht aus der 5. Staffel, irgendwas, was direkt ins Gebäude führt. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich muss sagen, das entwickelt sich durchaus gut. Wir gucken mal gerade, ob wir eine schöne Textur finden, die wir hier verpinseln können. Ja, die hier müsste sogar passen. Die können wir auch hier noch über den Vanilla-Flughafen mitlegen. Finde ich auch nicht schlecht. Das ergänzt sich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das passt schon. Bäume natürlich weg. So in etwa kann das werden. Wir haben hier auch nicht die Möglichkeit, unseren großen Flughafen hier auszudehnen. Das machen wir vielleicht in die andere Richtung. Mal gucken. Um hier so ein bisschen noch größer zu werden, mehr Parkmöglichkeiten auf jeden Fall zu schaffen. Da fällt mir noch was ein. So, die Zufahrten, sind es Taxiways? Wie sagt man dazu? Taxiway, genau. Soweit auch mal gemacht, nur hier vorne passt es nicht. Ach, das will nicht, ich verstehe gar nicht warum. Wahrscheinlich habe ich hier, ja, jetzt könnte ich den so schräg einfach machen. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Ich glaube, lieber mache ich es so, als wenn ich es gar nicht mache, auch wenn das Flugzeug oder die ganze Markierung ein Stück hier versetzt ist, das hier. Mei, ein paar Kompromisse müssen wir eingehen. Ist halt so. Okay, weiter geht's. So, hier ist noch die Mod, die ich suche. Es gibt zwei Mods. Die eine verbirgt sich hier oben hinter diesem Icon. Damit hat man nochmal relativ viele Gebäude, die man setzen kann, die auch mit No Collision versehen sind. Hangar alt. Wo ist denn Terminal, Hauptgebäude? Den Flughafen. Den meine ich aber, den meine ich. Den Hangar finde ich ganz cool. Der ist besser als der, meiner Meinung nach. Wir werden wahrscheinlich sogar beide verbauen. Und dann gibt es hier unten noch diese Mod. Bei Stations heißt es. Und hier gibt es auch nochmal viele Gebäude. Teilweise die identischen, aber teilweise sind die auch kollisionsbehaftet, glaube ich. Oder auch nicht. Naja, wie dem auch sei. Also, zwei Möglichkeiten gibt es. Wir bauen hier mal die Hangar hin.
drei Hangar hier mal hingestellt und drei Taxiways als Zufahrten auch schon hingestellt. Bäume müssen wieder weg. Ich glaube, auch das geht in die richtige Richtung. Und wir erweitern das Areal noch ein Stück weit, damit es auch wirklich groß wird, die Geschichte. Und ich muss auch noch überlegen, wie wir hier weitermachen. Irgendwo muss ja noch ein kleines Tanklager hin für Kerosin. Und noch ein Business-Bereich für kleine Geschäftsflieger hätte ich auch noch gern. Den würde ich nicht hier vorne mitmachen. Das soll er nicht werden. Ich muss mal kurz überlegen, ob der mit hier hinten irgendwie noch rankommt. Oder denn doch auf der Seite eher. Zwei weitere Hangars und drei weitere Stellflächen, alles noch unmarkiert. Ja. Es macht sich auf jeden Fall. Es wird groß, sehr nice. Und ich glaube, wir beenden hier den Flughafen und werden hier hinten irgendwie noch so einen kleinen Bereich einrichten für Businessflieger. Vielleicht sogar mit einem Private Terminal oder einem VIP Terminal auf der anderen Seite, was so von hinten denn befahrbar ist. So, dann gibt es hier noch One-Way-Markierung, finde ich auch nice, um unsere Verlängerung in beide Richtungen vielleicht sogar zu markieren. Macht durchaus Sinn, gell? Perfekt, wenn es sowas auch noch gibt. Sehr cool, wir werden es wahrscheinlich nicht ganz mittig treffen. Muss mal gucken, wie ist es auf der Seite gemacht. Fast bis zum Abschluss, okay. Ja, hätten wir auch hier gucken können. Wir setzen das mal bestmöglich einfach hin hier. Obwohl es gar nicht schlecht aussieht, finde ich es gut geworden. Nice, was es alles gibt, ja. Man muss nur ein bisschen gucken. Also die Auswahl ist wieder mal schier unglaublich groß. Auch wenn es bei weitem kein City Skylines ist, finde ich es schon sehr beeindruckend. Ja, und damit es nicht zu geometrisch hier aussieht, würde ich tatsächlich diesen VIP oder Business Terminal Bereich ein Stück im 30-45 Grad Winkel hier abgehen lassen. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Da müsste ich hier doch tatsächlich noch mehr planieren. Und auch die Anhöhe wird ein Stück weit verschwinden. Naja, so richtig cool. Aber es hilft nichts. Wir schütten später wieder auf, wo wir können. Und irgendwie ist nicht ganz bündig, ganz schlüssig. Ich mache das nochmal. So, kleine Aushilfskonstruktion zur Ausrichtung. Mal gucken, ob wir denn besser fahren, wenn wir hier probieren anzubinden. Zip. Und dann hier ran. Ja, könnte sogar ein Stück besser aussehen. Und es flackert nicht mal. So, lassen wir das. Unsere Hilfskonstruktion wieder weg. Vielleicht steht der grüne Bubble hier ein Stück zu weit rein. Egal, das bleibt so. Von der Ferne sowieso gut und später mit Blick auf die Vielzahl an Details wird man das übersehen. Check. So schaut dann der Business-Bereich aus, der VIP-Bereich. Ein Stück weit abgeschottet mit ein paar separaten Hangars, Gebäuden, Empfangsterminals. Ja, noch recht karg, aber ich glaube, es macht sich. Das wird schon. Geht in die richtige Richtung und damit, glaube ich, haben wir erstmal den Flughafen von den wirklichen Runways und Taxiways vollständig abgesteckt. So, und ich habe nochmal gerade geschmult auf unserem alten Schönbauprojekt Freifeld, allererste Staffel. Staffel 1, Folge 11, da stellen wir oder ich auch einen Flughafen, den damals gebauten, vor. Und ich muss sagen, die Dimensionen damals waren immer noch fast größer als das, was ich bisher hier gebaut habe. Puh. Und vor allem gefällt mir das Güterterminal oder das Gütercargo, der Cargo-Bereich, meine ich, Mann, verdammt, viel besser als das, was wir hier bisher haben. Ich werde das tatsächlich nochmal hier wegreißen, das Stück. Und wahrscheinlich alles eher händisch bauen. Okay, das geht schon nicht mal mehr wegzureißen. Oh no. Schade, warum nicht? Was ist hier? Ach so, das Flughafenstück hier ist drin. Kriegen wir das mal weggerissen? Nee, das kriegen wir auch nicht mehr. Ich wusste es.
Deswegen habe ich das eigentlich alles so gemacht, immer Step by Step, mehrmals gespeichert. Wir kriegen hier das Stück Landebahn schon gar nicht mehr weg, ohne dass wir einen Flughafen nicht abreißen würden. Heißt, dann müssten wir das doch so stehen lassen. Zumindest den einen. Ich muss mir mal was überlegen. Doch, jetzt geht er weg. Jetzt. Weiß nicht, was ich da gerade nicht richtig verstanden habe. Sei es drum. Weg ist weg, das ist auch gut so. Dann können wir doch problemlos hier manuell verfahren und das im Marke Eigenbau wirklich 100% selber hier schon hinbauen. Also, weiter geht's. Ich leg mal Hand an. So, den Cargo-Bereich mal so umgebaut vom Konzept her. Gefühlt ist es jetzt nicht das Größte, also dass der wirklich das Volumen hat. Aber ich hoffe, dass es reichen wird. Wenn wir hier mal gerade fix irgendein Flugzeug hinstellen, haben wir irgendwo was da? Airbus A320 ist jetzt nicht mal eine Cargo-Maschine, sei es drum, nur mal, um die zu platzieren. Ja, so richtig dolle ist es nicht. Sollten wir es noch größer machen? Wir lassen das mal so in der Größe erstmal. Der kommt wieder weg. So, jetzt haben wir es dann wirklich erstmal so weit abgesteckt, wie ich denke, dass es passt. Jetzt ziehen wir erstmal noch ein bisschen Straßen drumherum und wirklich bauen wir hier noch eine Station hin. Genau. Ah, sind die Poller schon ein Stück weit im Bürgersteig drin? Schade, aber wir bauen es trotzdem. Zip. Ja, so machen wir das. So, und während ich hier schon probiere, so ein bisschen die flughafeninternen Straßen zu definieren, für Security, ETC, Rettungsfahrzeuge, fällt mir auf, dass ich tatsächlich erstmal weiter Infrastruktur des Flughafens noch mit wenigstens so weit definieren muss, dass ich es grob platziere, wie zum Beispiel Flughafenfeuerwehr, dann wirklich das Kerosinlager, die Kerosintanks und vielleicht auch eine Abstellfläche für die generellen Gerätschaften am Flughafen und vielleicht noch weitere Lagerflächen, die sonst noch so auf dem Flughafen durchaus hier ansässig sind oder weitere Bürogebäude. Unabhängig davon, dass hier noch irgendwo oben auch ein relativ großer Flughafen nachher Gewerbepark hin muss. Also wir platzieren mal die Flughafenfeuerwehr ganz grob. So, und bevor ich hier die Detail platziere, muss ich mal gucken, ob hier überhaupt die großen Feuerwehren reinpassen würden hier, die es hier so gibt. Ja, knapp. Hm, okay, krass. Die passen aber in der Länge gar nicht rein. Das ist auch schon nett. Okay, damit ist das Gebäude eigentlich hinfällig. Dann müssen wir mal gucken, was es sonst noch so gibt. Wir hätten noch das im Angebot. Und das schaut schon wesentlich größer aus. Hier passt zumindest der kurze schon mal rein. Der lange, ist es überhaupt ein langer? Weiß ich nicht, wo die Unterschiede sind. Ach, hier ist der lange. Der würde auch knapp reinpassen. Passt ja auch vorne durchs Tor. Naja, ganz eng. Durch die kleinen dann schon wieder nicht mehr. Schade, aber wir werden dann doch wohl eher dieses Gebäude nehmen als dieses. Weil das funzt ja nun mal nicht. Das sieht so unrealistisch aus. Schade nur, dass hier diese Feuerwache nicht skalierbar ist, sonst könnten wir die noch ein bisschen größer gestalten. Das ist auch nicht skalierbar. Oder sollten wir hier einfach zwei nehmen? Dann könnten wir die ja so ranstellen. Mensch, wenn wir das so machen, ist es vielleicht die Lösung, oder? Warum denn auch nicht, dass das Gebäude von beiden Seiten befahrbar ist? Jetzt mal schnell hingestellt. Okay, und schon macht es wieder Sinn. Hier passt das Ding knapp rein, nur wenn die Spiegel eingeklappt sind. Sieht aber vielleicht keiner. Ist auch eigentlich zu hoch. Ai. Wir machen das einfach. Dann nehmen wir das. Vorwärts, rückwärts, einfahrbar. Alles klar. Ja, so Freunde. Weiterhin fällt es mir relativ schwer, ein solides Video draus zu machen hier für euch. Was soll ich sagen? Wir sind hier weiter im Baufortschritt dahingehend, dass wir hier ein paar Gütergleise schon am Cargo-Terminal hinten angebaut und angeschlossen haben. Wo das genau hin verläuft und wie sich das Ganze verhält, weiß ich weiterhin noch nicht. Hier vorne am Bahnhof habe ich das die Gleise auch schon zusammengeführt, ob keine große Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir überhaupt wirklich hochkommen vom Straßenverlauf auf jeden Fall. Ich würde diese zwei großen Straßen hier irgendwie gerade mal weiterführen und probieren wenigstens eine nach oben zu bringen. Mal gucken, ob das funktioniert.
So, jetzt haben wir hier unten mal die Straßeninfrastruktur vervollständigt, unabhängig mal, dass das Terrain noch nicht steht, aber die Straßengeometrie, hier werden vielleicht noch ein paar kleine Querstraßenzweige eingezogen. An sich passt es, glaube ich. Und jetzt können wir wirklich nochmal mehr, einmal mehr gucken, wie wir hier hochkommen. So, hier hinten mal die Auffahrt generiert vierspurig, sieht recht Carrera-like aus, ich weiß schon. Nichtsdestotrotz, ich kenne vierspurige Serpentinen aus der Sächsischen Schweiz, nähe der tschechischen Grenze, genauso wie auch aus der Côte d'Azur zwischen Nizza und Monaco zum Beispiel. Wenn man das erstmal alles verkleidet, detailliert, bleibe ich zuversichtlich, dass man das schon so nehmen kann, wenn auch jetzt mir das sehr suspekt vorkommt. Ansonsten, alles andere mal so weit wie teilweise im Video schon dargestellt, ist ein unheimlich schweres Video für mich gewesen, um da was Sinnvolles für euch zusammenzuschnippeln. Mal gucken, wie es jetzt am Ende rauskommt und auch hier, ich bleibe überall zuversichtlich, wenn die Sachen verkleidet werden, dann sieht das wesentlich besser aus als jetzt noch aktuell. Und es war eine mordsmäßige Tüftelei. Ich kann mich da nur wiederholen. Bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Freue mich auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne, wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.